Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forge of Empires. Diese Woche keine Forschung, wie letzte Woche angekündigt. Ich habe die ganzen Punkte bei Rotland von der Pretankene in den Leuchtturm von Alexandria gesteckt, wie ihr eben sehen konntet. Ich habe auch Blaupause bekommen, zwei Stück am Ende, weil er zwischendurch einmal gelevelt hat. Da habe ich allerdings nichts bekommen. Hier seht ihr jetzt das Sommer-Event, da habe ich ein paar Körbe geöffnet, genauso wenig bekommen. Ich wollte eigentlich auf den Wunschbrunnen hinaus, wie gesagt, habe ich leider nicht geschafft. Dann habe ich ein bisschen weiter gebaut und zwar habe ich nicht die Häuser weitergemacht, weil dazu habe ich einfach nicht die Ressourcen gehabt. Was bringen mir die Häuser ausbauen, wenn ich die Ressourcen nicht habe? Also habe ich mehr Farmhäuser, also mehr Bauernhöfe gebaut. Damit ich mehr Vorräte bekomme. Ich habe das jetzt so ein bisschen im Griff, zumindest habe ich das Gefühl, ich kriege ein bisschen mehr Vorräte als vorher. Ich habe auch die Wege weiter ausgebaut, damit ich ein bisschen mehr Zufriedenheit hatte. Das heißt dann, dadurch habe ich ja natürlich noch mehr Vorräte, da ich dann meistens bei einer 120%igen Produktion bin, ne? Das hat ordentlich geholfen, zumindest habe ich das Gefühl. Ich produziere jetzt also Vorräte und Münzen nicht mehr bei 100% oder nur noch bei 50% teilweise, weil meine Bauern oder meine Bewohner so ein bisschen verärgert sind, sondern bei 120% größtenteils. Und das hilft natürlich sehr. Ich habe auch wieder ein bisschen gekämpft. Ein Sektor habe ich erkundet sozusagen. Ich habe einen auch weiter eingenommen und habe den nächsten angefangen sozusagen. Der nächste, den ich einnehme, das ist wieder ein neuer Bereich, den ich freischalten kann. Ja, mal gucken, was der mir so bringt, was ich da dann bauen werde. Und ansonsten, ja, wir haben angefangen, mal Livestreams zu machen. Einige Aufnahmen sind sogar aus dem Livestream. Ein, zwei Kämpfe, die habe ich, glaube ich, im Livestream sogar gemacht. Und hat Spaß gemacht, vielleicht machen wir es ab und zu wieder und ihr seht dann natürlich alles trotzdem hier im Video. Ich werde die nächste Woche definitiv noch die Forgepunkte weiter in den Leuchtturm stecken von Rotland und noch mehr Blaupausen zusammenkriegen, weil die Blaupausen waren leider, die hatte ich alle schon und mir fehlen noch drei Stück. Ja, ich werde weiter kämpfen natürlich, ich versuche den Sektor zu holen, damit ich mehr Platz kriege für mehr Häuser, da ich momentan nur ein Haus immer bauen kann, weil ich nicht genug Bevölkerung habe, um die alten abzureißen. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann erstmal nächste Woche wieder. Bis dahin sage ich ciao, ich hoffe, ihr habt Spaß die Woche und bis dahin erstmal, ja, ciao.